Im achten und letzten Teil der fünften Vorlesung im Rahmen des Moduls Mensch-Maschine-Kommunikation hier an der Hochschule für Technik in Stuttgart möchte ich Ihnen das Vorgehen am fünften Tag unseres Beispielprojekts vorstellen, und zwar den Usability-Test. Ein Usability-Test läuft typischerweise formal so ab, dass Testleiter und Product Owner Standardaufgaben erstellen. Diese Standardaufgaben sind für alle Testpersonen gleich. Die kann man, wie ich Ihnen am Anfang schon gesagt habe, durchaus aus den bestehenden Szenarien heraus entwickeln. Falls die detailliert genug sind, kann man sie auch versuchen, direkt zu übernehmen. Diese Aufgaben müssen wirklich hinreichend detailliert und hinreichend stimmig sein, damit nachher die Qualität auch stimmt. Haben Sie dort eine Zweideutigkeit drin oder die Tester verstehen etwas nicht richtig, dann werden alle Testpersonen dort hängen bleiben und Ihr Usability-Test ist gescheitert oder liefert Ihnen wenig Erkenntnisse. Kriterien für die Aufgaben: Sie brauchen ein realistisches Szenario, das muss von allen also akzeptiert werden. Ja, so könnte es passieren. Also, wir nehmen eine existierende Persona, die wir herausgearbeitet haben, die bereits abgestimmt ist. Wir nehmen ein existierendes Szenario. Gegebenenfalls, wie im Fall dieses Jakobs-Szenarios, müsste man das dann noch verfeinern. Das ich Ihnen als Beispiel für Tag 1 hier gezeigt hatte. Und Sie formulieren das Ganze aus Benutzersicht mit einem Namen, nicht ganz aus der Ich-Perspektive, damit auch klar ist, welcher Nutzername wäre bei einem Login zu wählen oder ähnliches. Sie wählen dafür einen mittleren Schwierigkeitsgrad. Wie auch schon erwähnt, ein niedriger Schwierigkeitsgrad führt dazu, dass Sie nicht auf Fehler oder Unstimmigkeiten stoßen, dass das Vorgehen trivial ist und dass Sie keine Erkenntnisse über Navigation, übergreifende Zusammenhänge zwischen einzelnen Use Cases oder Ähnlichem ziehen können. Und ein zu schwerer Schwierigkeitsgrad führt dazu, dass etliche Testpersonen scheitern. Also brauchen Sie einen mittleren Schwierigkeitsgrad. Sie bereiten den Prototypen auf die Aufgaben vor. Das ist dann im Wesentlichen natürlich Aufgabe im Rahmen dieser studentischen Projektarbeit. Navigation und Dialoge müssen passen. Es müssen genau die geeigneten Beispieldaten da sein, wie sie zum Beispiel in dem zweiten Szenario-Beispiel, das ich Ihnen gegeben hatte, ja auch enthalten sind. Im Anschluss lädt man 5 bis 7 Testpersonen ein. Das reicht typischerweise, um einen Eindruck davon zu gewinnen, wo wesentliche Schwachstellen in diesem Prototypen stecken. Diese Testpersonen sollten durchaus ein Spektrum abdecken, aber vor allem zu den Personas passen. Wenn diese Testpersonen zwar zu den Personas passen, aber noch nicht über hinreichende Vorbildung verfügen, weil ihr System zu neu ist, dann müssen Sie diese Testpersonen gegebenenfalls so weit auf die Fachlichkeit trainieren, so weit vorbereiten, dass die dieses Szenario verstehen können, das Sie als realistisch identifiziert haben. Wichtig ist hier, Sie dürfen die nicht auf den Prototypen trainieren, denn das Gehirn, das menschliche, ist gnadenlos. Wenn Sie den Prototypen und dessen Macken kennen, werden Sie schon beim zweiten Durchlauf wesentliche Macken umschiffen und spätestens ab dem dritten werden Sie diese Macken kaum noch wahrnehmen. Das heißt, Testpersonen sind in der Regel dann nach dem Test eines Prototypen in Anführungszeichen verbrannt und können für weitere Tests hier nicht mehr eingesetzt werden. Für den Usability-Test, wenn Sie soweit sind, die Testpersonen eingetroffen sind, dann erläutert als letzte Vorbereitung die Testleitung noch den Ablauf. Die eigentliche Ausführung läuft dann typisch so ab, dass Testpersonen und Beobachtende sich in verschiedenen Räumen befinden. Die Testperson soll laut denken, also einfach frei von der Leber weg sprechen, was gerade sie beschäftigt, was sind ihre Ziele, was ist ihr Handlungsantrieb, wo ist sie vielleicht schlechter orientiert, was gefällt besonders gut und so weiter. Die Testperson kann, wenn man mehrere Szenarios gibt oder wenn die Reihenfolge bestimmter Aufgaben wahlfrei ist, diese Aufgaben in beliebiger, also in ihr passender Reihenfolge abarbeiten. Das soll Testpersonen eben dadurch unterstützen, dass die Vorgehensweise, die sie ja zum Beispiel im Kontext, in der Contextual Inquiry analysiert haben, dass diese Vorgehensweise möglichst wahlfreier bleibt. Die Beobachtenden zeichnen auf und notieren schwierige oder unklare Situationen und Fehler. Durch den
anderen Raum können die Beobachtenden ja auch nicht eingreifen. Das ist auch wichtig, damit sie wirklich merken, wo die Testperson hängen bleibt und wo es dann Erklärungsbedarf gibt. Die Beobachtung kann stattfinden einfach durch Stift und Papier. Sie schreiben also die entsprechenden Dinge auf, zeichnen auf und so weiter. Es sind auch andere Aufnahmemedien denkbar. Natürlich wäre auch eine Videoaufzeichnung denkbar, die angesichts unserer freiwilligen Tester für diese Studierenden Projektarbeit aber vermutlich ausfallen wird. Audioaufzeichnungen wären auch denkbar oder eben, wie Sie hier sehen, natürlich dedizierte Geräte wie diesen Eye-Tracker, die sogar jede Augenbewegung auf dem Bildschirm verfolgen und Ihnen nachher sagen können, welche Elemente im User-Interface wurden tatsächlich wie lange fokussiert, also haben die Aufmerksamkeit der Testperson wie lange auf sich gezogen, wie lange gebunden, was hat die Testperson während einer Suche, wo sie geäußert hat, mir fällt es gerade schwer, etwas zu finden, was hat die Testperson da angeschaut, da gescannt, um in der Aufgabenbearbeitung weiterzukommen. Das Ergebnis dieses Usability-Tests entspricht etwa dem Ergebnis eines Design Thinking Schritt 6-Tests. Das Ergebnis sollte man dann analysieren. Das heißt, eine Testperson wird frei über Eindrücke und Erfahrungen sprechen. Nochmal im Anschluss, anders als jetzt während des gebundenen, während des Usability-Tests, wo es wahrscheinlich eher zu Detailäußerungen kommt, kann eine Testperson natürlich im Nachhinein äußern: Ich fand das Design sehr ansprechend, die Navigation hingegen etwas hakelig. Das wird eine generelle Äußerung sein, die Sie während eines Usability-Tests typisch nicht bekommen. Der einzelne Durchlauf für den Usability-Test sollte auch nicht länger als etwa 7 Minuten sein, vielleicht 10. Erstens sinkt dann die Aufgabenspanne, zweitens wäre sonst die Aufgabe irgendwann auch zu umfangreich und drittens verschlingt das ja auch Aufwand bei den Beobachtenden. Testpersonen und Beobachtende untersuchen dann diese Aufzeichnung gegebenenfalls oder diskutieren einfach so noch mögliche Verbesserungen anschließend an die Eindrücke und Erfahrungen. Und die Beobachtenden, die sollen schon während des Tests oder vor dem Test vielmehr Profil der Testperson festhalten, ungefähre Rolle, Personenmerkmale, Kenntnisse, damit man auch eine Idee hat, zu welcher Persona diese Testperson vielleicht passen könnte. Und notieren dann natürlich sowohl gute Ergebnisse als auch Schwachstellen, die man sieht. Schwachstellen sollten Sie im Nachhinein natürlich dokumentieren mit Screenshot, mit dem Schweregrad und eben auch mit möglichen Verbesserungspotenzialen. Das können Verbesserungspotenziale sein, die aus der Diskussion mit Testpersonen schon kommen oder auch eigene, die Sie im Nachhinein entwickeln oder währenddessen. Man muss bei guten Ergebnissen und Schwachstellen, das ist auch wichtig für eine Dokumentation, klar noch unterscheiden, ist das hier tatsächlich ein generelles Problem? Ist das nur ein Vorschlag, den eine Person unterbreitet, also vielleicht gar keine echte Schwachstelle, sondern ein Verbesserungspotenzial? Oder ist das einfach nur eine Individualmeinung? Es mag ja Nutzende geben, die einfach anders gelagerte Anforderungen in diesen Test hineintransportieren, als sie ursprünglich mal gedacht haben, die vielleicht in bestimmten Eigenschaften auch nicht zu den Personas passen und deshalb hier andersartige Meinungen vertreten und sie haben gar keinen Handlungsbedarf. Das muss man aber in einer Dokumentation dann klar festhalten, welche Testergebnisse man hier wie werten möchte. Bewertung von Usability-Tests. Vorzug ist natürlich, dass man hier einfach, schnell und eindeutig die Schwachstellen nachweist im Rahmen dieses Tests alleine. Methodisch ist das natürlich sehr hochwertig. Sie haben eine Reliabilität drin, die Beobachtungssituation ist wiederholbar, die Ergebnisse werden validierbar sein, also Sie bekommen auch ähnliche Ergebnisse dann, wenn Sie ähnliche Gruppen von Nutzenden auf dieselbe Oberfläche loslassen. Das Ganze ist also hinreichend objektiv. Sie haben eine ideale Beobachtungssituation, weil Sie diese Testpersonen ja in einen gezielten Raum zur Beobachtung hineinsetzen, in dem Sie auch alleine sind. Kontra hier, natürlich, diese Beobachtungssituation könnte auch künstlich wirken. Vor allem aber brauchen Sie diesen Prototyp. Der wird, das merken Sie dann, wenn Sie es in der Projektarbeit mal durchführen, schon aufwendig vorbereitet werden müssen, weil Sie ihn eben mit Daten, mit Funktionstiefe und so weiter entsprechend anreichern müssen. Und dadurch, dass Sie das müssen, brauchen Sie auch eine Weile. Das heißt, dieser Einsatz ist im Verhältnis gesehen eher spät, auch wenn wir jetzt hier in 5 Tagen schon zu einem kompletten Durchlauf kommen. Unser System ist relativ klein und wir beschränken uns auf eine gewisse abgesteckte Teilfunktionalität schon.
Dadurch könnte es dazu kommen, dass Sie fehlende Zeit haben für Iterationen, wobei man sagen muss, dass weitere Iterationen meistens ja etwas schneller werden. Gerade wenn Sie schon Papier am Anfang ungefähr abgestimmt haben, werden Sie beim elektronischen Prototypen nicht alles nochmal wegwerfen müssen, sondern sich schon abstützen können und weitere Iterationen eher schneller hinbekommen. Wenn diese Methode Usability-Test nicht passt, könnten Sie, das haben Sie in der Methodenübersicht gesehen, bei der Einbettung von Usability-Engineering-Methoden in den Software-Engineering-Prozess, könnten Sie auch zum Beispiel auf einen Usability-Walkthrough zurückgreifen. Dabei handelt es sich um sozusagen einen Walkthrough, ein Durchlaufen, das eine Person typischerweise von Seiten der Entwicklerfirma durchführt. Also Sie machen so eine Art Workshop, wo eine Person von der Entwicklerfirma einen Ablauf vorstellt mit genau einem Handlungsweg, mit genau einer Vorgehensweise und zeigt, wie das System dann dort reagiert. Und die Zuschauenden stammen typischerweise von der Fachseite des Anwendungsunternehmens oder können auch dessen Kunden sein oder ähnliches, potenzielle Nutzende, ein Product Owner und so weiter. Und die schauen sich das an und können dann kritische Fragen stellen oder Änderungs- oder Ergänzungswünsche mitgeben als Ergebnis dieses Walkthroughs. Letzter Punkt, der dann, oder letzter Ansatz, der dann hier die Künstlichkeit der Beobachtungssituation adressiert, wäre ein mobiles Usability Lab. Wenn ich eine Applikation entwickle, die Menschen eigentlich dabei unterstützen soll, auf der Couch zu sitzen und dort irgendetwas zu tun, also Beispiel, ich will eine Netflix Remote App entwickeln, die den Menschen gestattet, über das Smartphone einfach meine Netflix-Serie auf meinen Fernseher zu beamen oder meinen Fernseher darin aufzurufen, dass er gleich mir das dort darstellt, dann ist ein Test in einem künstlichen Labor wahrscheinlich von den Probanden nicht akzeptiert oder führt auch nicht unbedingt zu realistischen Ergebnissen. Oder nehmen Sie die Situation Fahrplanabruf in der U-Bahn oder das Handling von Bauplänen auf der Baustelle. Da brauchen Sie im Grunde ein mobiles Usability Lab, womit Sie die Probanden je nach Kontext, den Sie aus der Contextual Inquiry haben, in eine passende Umgebung hineinversetzen können. Dann sind also andere Methoden geeigneter als ein formaler Usability Test. Zum Abschluss unserer Vorlesung komme ich jetzt noch zur Zusammenfassung dieses fünften Teils. Usability Engineering bietet Methodenunterstützung für jeden Schritt dieses Softwareentwicklungsprozesses. Das haben Sie jetzt gesehen. Wir haben einzelne Methoden ausgewählt, die hier auch ein stimmiges Portfolio ergeben, um das Ganze dann in einem typischen Zyklus von 5 Tagen für unser überschaubares Projekt zu durchlaufen. Folgezyklen könnten Sie, wie gesagt, wahrscheinlich schon in 1 bis 2 Tagen durchführen, wenn Sie keine fundamentalen Änderungen entdecken. Usability Engineering Methoden bilden auch sehr gut den aktuellen Design Thinking Ansatz ab. Das habe ich Ihnen über die Vergleichbarkeit der Ergebnisse ungefähr gezeigt, der unter anderem im User Experience Design Verwendung findet. Viele schnelle Iterationen bringen Sie in der Qualität stark voran. Noch das Verhältnis zwischen Usability Engineering und User Experience Design. Im User Experience Design haben Sie eben diesen übergreifenderen Ansatz, alle möglichen Touchpunkte über den gesamten Produktlebenszyklus zu betrachten. Usability Engineering beschäftigt sich ja tatsächlich mit der Nutzung des Produkts, also nicht mit einer Vornutzungsphase zum Beispiel oder auch nicht mit einem Lebenszyklusschritt, in dem ein Kunde zum Beispiel auf eine Firma wie Apple zugeht und sagt, nehmt bitte mein altes iPhone zurück und recycelt es fachgerecht, da ich glaube, dass es jetzt das Ende seines Lebenszyklus erreicht hat. Während UX-Design auch diesen Kontaktpunkt mit abdecken möchte. Deswegen fokussieren wir uns für unser Beispielprojekt hier eben auf das Usability Engineering einer grafischen Oberfläche, weil alles andere zu aufwendig ist und weil nach wie vor das grafische Oberflächendesign Hauptpunkt ist, der heute bei Entwicklern in dem Usability-Bereich anfällt, sodass wir da eine realistische Aufgabenstellung abarbeiten. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und hoffe, dass Sie das aus meiner Sicht sehr kreative Thema für Entwickler mit Spaß verfolgt haben und dass Ihnen der Workshop jetzt, der 5-tägige Beispiel-Workshop, in dem Sie ein Gruppenprojekt ausarbeiten, ebenso viel Spaß bereitet wie mir. Und bleiben Sie uns gewogen, Ihr Professor Lückemeier.